Der Landkreis Cloppenburg zählt mittlerweile 61,5 Corona-Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner innerhalb der letzten 7 Tage. Der von Bund und Ländern festgelegte Grenzwert liegt bei 50. Die Verantwortlichen des Landkreises luden heute zu einer Pressekonferenz ein. Ab sofort gelten strengere Maßnahmen, um das Infektionsgeschehen einzudämmen. Jetzt gehen wir im Schwerpunktgebiet des Alten Amtes Löningen weiter vor. Das sind die Gemeinden Stadtlöningen und die Gemeinden Essen, Lindern und Lastrup. Dort gibt es Einschränkungen in der Gastronomie, die um 22 Uhr täglich schließen muss. Darüber hinaus haben wir verfügt, dass Vereinsheime, Dorfgemeinschaftshäuser und ähnliche Einrichtungen nicht mehr bespielt werden dürfen für entsprechende Anlässe und Zusammenkünfte. Und wir sagen auch, dass in diesem Bereich der von mir angesprochenen Gemeinden die Zusammenkünfte im häuslichen und familiären Umfeld auf 6 Personen begrenzt sein sollen und müssen. Zurzeit gibt es 145 aktuelle Corona-Fälle im Landkreis Cloppenburg. Hotspot ist das ans Emsland grenzende Löningen. Wir haben natürlich auch Bewegungen über Kreisgrenzen hinweg. Deshalb sagen wir auch den Menschen, bleiben Sie an Möglichkeit, wenn es eben geht, auch bei vielen Dingen zu Hause. Das macht ja auch deshalb Sinn, dass wir auch bei den sportlichen Betätigungen, die ja auch über Kreisgrenzen hinweggehen, sagen, bitte nicht jetzt den Spielbetrieb weitermachen, nicht den Trainingsbetrieb weiterführen, denn teilweise kommen Trainer aus benachbarten Landkreisen. Wir hatten einen Fall einer Partie, wo ein Schiedsrichter, Corona-positiv, aus dem Emsland zu uns kam. Das ist natürlich dann immer damit verbunden, dass wir eine Verbreitung begünstigen. Der Landrat Johann Wimberg betonte heute auf der Pressekonferenz, die Lage sei durchaus sehr ernst. Erst einmal wollen die Verantwortlichen jetzt aber warten, was die neuen Maßnahmen bewirken.